Türchen 8, denn glaubt mir, das heutige Video wird extrem gruselig. Ihr müsst euch vorstellen, Lumex wollte wieder mal ein neues Roblox-Video aufnehmen. Also habe ich Roblox gestartet und habe wie immer durch die Roblox-Games durchgescrollt, um irgendein neues, cooles Spiel für euch zu finden, ne? Doch als ich ganz am Ende angekommen bin, wurde mir genau ein einziges Spiel vorgeschlagen. Und ich habe gelesen, dass dieses Spiel angeblich illegal sein soll. Das heißt, in manchen Ländern ist dieses Spiel einfach nicht spielbar. Und genau deshalb habe ich es mir heute zur Aufgabe gemacht, das Spiel zu spielen. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Wir werden es herausfinden. Deshalb bleibt wie immer bis zum Ende dran. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und lasst auch ein Abo da, das wäre auch cool. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! Okay, Leute, und damit willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und ihr seht, ich bin im Spiel angekommen. Und aktuell befinden wir uns hier irgendwie noch in der Schule. Denn wir machen gleich irgendwie einen Klassenausflug. Nur irgendwie bin ich der Einzige, der eine Einladung bekommen hat. Die anderen Schüler gehen gerade alle schon in die Klassen rein. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich einfach mal zum Lehrer. Denn der wollte mich irgendwie mit einem Bus abholen. Und dann schauen wir mal, was der so zu sagen hat. Aber okay, Leute, vergesst nicht, das Spiel soll angeblich illegal sein. Also ich vermute mal, da wird schon irgendwas bei dran sein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Lehrer und schauen mal, was der zu sagen hat. Okay, das Spiel lädt jetzt. Der Lehrer müsste jetzt eigentlich gleich da sein. Kids, we've arrived. Ah, da ist er. Who's ready to see Mickey Mouse? Mickey Mouse? Ich? First, we're going to have lunch and then we'll be on our way. Warte, was? Okay, warte, warte, wir sind jetzt irgendwie hier angekommen, wir machen jetzt irgendwie Picknick oder so. Also wir sitzen jetzt hier gerade irgendwie an so einem Tisch. Ah! Okay, 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 okay. Digga, was zur Hölle? Ich check grad gar nichts. Also, wie startet das Spiel? Wir sind jetzt hier irgendwie Picknick machen oder so. Irgendwie bin ich gerade komplett alleine irgendwie auf so einer Raststätte oder so mit meinem Roblox-Skin, der euch wieder in die Seele grinst. Aber wartet, das war gerade viel zu viel. Was war das für ein Jumpscares? Woher kam der denn? Der Lehrer hat gefragt, wer hat Lust, Mickey Mouse zu sehen? Auf einmal hat er so komisch gegrinst. Jetzt saß ich gerade hier, wollte die Anmod fürs Video machen und auf einmal kam da irgend so ein Jumpscare. Ich habe mich übel erschrocken gerade. Aber okay, hier steht jetzt Mickey Mouse Clubhaus. Anscheinend wollten wir irgendwie so Mickey Mouse besuchen gehen. Wir gucken jetzt mal hier ein bisschen weiter. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich wieder so ein komischer Jumpscare kommt. Hier ist irgendwie so ein Dixie-Klo. Wir laufen einfach mal weiter, Freunde. In der Hoffnung, dass nicht gleich wieder irgendwie so ein Jumpscare kommt. Ich habe unnormal Angst. Alter! Digga, hat da gerade jemand geschrien? Kinder, passt auf, es gibt einen gefährlichen Weg. Ja, das habe ich festgestellt, dass der Weg gefährlich ist. Also ihr müsst euch vorstellen, hier ist jetzt irgendwie so eine Autobahn auf einmal. Und da ist Blut, warum auch immer. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat. Okay, ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach mal hier über die Autobahn drüber zu kommen. Oh mein Gott! Ey, ich muss mein Auto überfahren. Und warte mal, oben, wir kriegen Schaden. Hallo! Nein! Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Schaut um rechts. Du musst aufstehen! Steh auf! Ich bin gleich tot! Oh nein, ich kann nicht aufstehen! Digga, was zur Hölle? Ich bin einfach gestorben, auf einmal kam irgend so ein Jumpscare, Alter! Junge, das Spiel ist wirklich illegal, das gibt's nicht! Okay, wir müssen jetzt mal versuchen, über die Autobahn drüber zu kommen, ohne jetzt zu sterben! Oh! Oh, steh auf! Oh Gott, wir haben es geschafft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Jumpscares hier noch auf uns zukommen. Das Ding ist, hier ist irgendwie so ein Zelt und da ist wieder so ein Schild, wo steht hier entlang. Die wollen jetzt, dass ich in diese dunkle Höhle da reingehe. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich will, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl, Freunde. Wir gehen da jetzt einfach mal rein in der Hoffnung. Was? Hallo? Oh oh. Wo bin ich? Hallo? Hört mich jemand? Ich glaube, wir sind irgendwie in der Kanalisation oder so gelandet. Springe auf wütende Ratten, um sie zu zerquetschen. Okay, anscheinend soll es hier Ratten geben. Oh Gott, ich habe so eine Laterne auch. Okay, mit der können wir uns ein bisschen Licht machen wenigstens. Okay, anscheinend soll es hier Ratten geben. Die Frage ist, wo muss ich lang? Hier geht's nach oben? Hier ist eine Tür? Hallo, ist da jemand? Hey, weg mit euch! Oh. Ey, da stand ich, soll auf die drauf springen, das geht nicht!
mal, ob wir hier oben noch irgendwas finden. Nee. Aber hier schreit doch irgendjemand rum die ganze Zeit, Bruder. Irgendwas ganz Komisches geht hier vor sich. Okay, wir gucken mal weiter. Oh. Da ist eine riesen XXL-Ratte! Weg mit euch! Ich muss auf die drauf springen. Oh. Okay. Okay, wir schauen weiter. Okay, hier ist irgendwie so ein Karton oder so. Okay. Okay, hier sollten wir nicht reinfallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Löse das Wasser. Und wir springen. Okay. Die sollen das Wasser anscheinend wegbekommen. Dann kann man da reinspringen. Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Das heißt, sie müssen irgendwie das Wasser da abstellen. Digga, es ist echt ein bisschen gruselig hier. Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht. Oh nein. Oh nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Ratten. Weg mit euch. Ich springe auf euch drauf. Oh, ich habe sie platt gemacht. Warte mal. Da. Wartet. Ja, drehen. Okay, eins von zwei. Ah, wartet mal. Ich glaube, da hinten im ersten Raum. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch ein Ventil wahrscheinlich. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob wir euch recht sind. Aber ganz am Anfang, als wir so auf der Autobahn gestorben sind, stand noch irgendwie nur noch ein oder zwei Leben verbleibend. Ich glaube, man darf auch nicht unendlich oft sterben. Wenn man irgendwie so zweimal stirbt oder so, glaube ich, passiert irgendwas Schlimmes, Freunde. So, aber müssen wir mal ganz kurz schauen. Ah, hier ist das Ventil. Okay. Hier ist das erste Ventil gewesen. Das haben wir jetzt auch gedreht. Jetzt müsste... Ziel... Geht durch den Kanal. Ich glaube, jetzt hat sich hinten dieses Wasser da wahrscheinlich irgendwie in Luft aufgelöst und jetzt können wir da anscheinend runtergehen. Wir gucken mal, ob wir da jetzt drüber gehen können, beziehungsweise ob wir da runtergehen können. Obwohl ich eigentlich nicht so viel davon halte, aber... Ah, es ist weg. Digga, nein! Ihr wollt doch nicht, dass ich da jetzt reinspringe. Das ist Selbstmord. Okay, ich springe rein! Hallo? Warum ist es hier so groß und so dunkel? Hallo? Da ist irgendwie so ein Schacht. Warte mal. Da vorne blinkt irgendwie Licht. Da flackert das Licht irgendwie so komisch. Und irgendwas steht da. Seht ihr das auch? Junge, das Spiel ist... Das ist wirklich illegal. Ich sag's euch. Das Spiel ist wirklich übertrieben gruselig. Alter, holy. Ich getrau mich da gerade ehrlich gesagt nicht hinzugehen. Okay, hier sollten wir nicht runterfallen. Wir müssen an der Seite entlanglaufen. Okay, wir gucken mal. Hallo? Hallo? Warte, was? Ah! Oh, ich kann das nicht! Der ist weg! Das Licht ist aus, hat irgendwas fallen lassen. Irgendwie so ein Gebiss oder so. Hallo? Hier geht's nicht weiter, wir müssen da lang. Hallo? Hallo? Help me. Oh, oh. Da steht, hilf mir. Ich getraue mich. Oh mein Gott. Bruder, ich dachte gerade schon, irgendwas passiert. Alter, Digga. Ich dachte schon Jumpscare, aber es war nur die Anweisung. Wir müssen irgendwas finden, um diese Tür hier aufzubekommen. Ich brauche aber irgendwie einen Schlüssel oder sowas dafür. Okay, warte mal. Brecheisen? Ich glaube, das können wir uns nehmen, um diese Tür hier wahrscheinlich aufzubrechen. Okay. Warte, was? Warum ist da ein Stuhl mit Blut und warum ist da eine Maus? Hallo, warum sind hier so Werkzeuge? Okay. Wir laufen einfach weiter. Ich glaube, mit dem Brecheisen können wir die Tür jetzt auch aufmachen. Immer noch nicht. Hä? Warte mal. Ah, hier ist nur ein Ventil. Ah, okay. Ich glaube, damit können wir diesen Dampf da hinten ausschalten. Ah, okay. Ich verstehe. Dann machen wir mal die Tür hier. Was zur Hölle ist das? Das sieht alles ein bisschen gruselig aus. Hallo? Mickey Maus, was machst du da? Warum ist da überall Blut? Schlüssel. Ich hab den Schlüssel, Freunde. Renn! Renn! Ich kann das nicht mehr. Leute, das ist zu viel für mich. Das Spiel ist geistesgestört. Auf einmal kam da irgendwie so eine Mickey Maus. Die wollte mich angreifen. Aber okay, ich habe jetzt den Schlüssel. Ich glaube, damit können wir jetzt die Tür hier öffnen. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwann mal jetzt der Ausgang kommt. Oder auch nicht. Wir müssen links lang. Das war seltsam. Ja, was? Durchaus? Jemand baute Maschinen aus Mäusen? Ja, durchaus. Erinnern wir uns, warum wir hier sind. Für Mickey Maus. Ja? Ziel. Erkunde die Gegend. Wir sind wieder in der frischen Luft. Ah!
Und warum? Warum ist hier ein Leichensack? Mickey Mouse wird schon wissen, warum. Lalal. Da ist wieder Mickey Mouse Kopf. Egal. Freunde, wir sind auf einem schönen Schulausflug. Wir laufen einfach mal weiter. Hier ist wieder so ein Mickey Mouse Roboter. Ah, schön. Sprecht, ich kann mit ihm reden. Hello, Passer. I will not harm you. I am the original prototype for Robot Mickey. Run, 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 run! Ah! Warte mal, was zur Hölle ist das denn? Alter! Ah! Der schießt irgendwas auf mich, was ist das? Das Medikit. Oh! Freunde? Das war gerade alles ein bisschen viel für mich. Irgendwie, Mickey Mouse versucht anscheinend die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ne? Wir müssen irgendwie diese komische Mickey Mouse da oben besiegen. Ich weiß aber nicht wie. Leute, was zur Hölle geht hier vor sich? Ah, wartet. Doch, wir können uns auf so einen Stein draufstellen. Wartet. Ja, das ist mir hier oben drauf. Yeah, nimm das. Okay, ich verstehe, Freunde. Ich habe gecheckt, wie wir diese Ratte besiegen können. Wir müssen hier auf diesen Stein drauf. Damit können wir hoch zu dieser komischen Mickey-Maus-Ratte da. Und jetzt können wir die hier oben einmal... BAM! Anscheinend ist es jetzt irgendwie so ein Endboss-Kampf oder so, Freunde. Aber oh mein Gott, ich schieße einfach so Raketen, ne? Digga, wir müssen Mickey Mouse aufhalten, du Monster! Nimm das! Okay, haben über die Hälfte geschafft, Freunde. Komm schon. Mickey Mouse, das ist dein Ende. Nein, ich bin runtergefallen, nein! So, komm schon. Komm schon! Nimm das, Mickey Mouse! Ja! Wir haben's hallo? Mickey Mouse? Ziel, verlasse den Bereich. Ja, das sollen wir doch hinkriegen. Okay, wir haben Mickey Mouse jetzt besiegt, was auch immer das für ein Kampf war. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt das Ende war. Was ist mit all diesen Ratten, die uns angreifen? Ich will's gar nicht wissen. Wir sollten Mickey warnen. Wie jetzt? Okay, wartet mal. Ich bin jetzt hier irgendwie in so einer komischen, in so einer komischen Landschaft. Hier ist so ein Schulbus und da ist Mickey Mouse. Ah, Death ist durchgestrichen. Das steht da Happy mit Blut. Ah, ist ja richtig cool. Mickey Mouse, bist du zu Hause? Mickey Mouse! Finde Mickey. Wie jetzt? Hallo? Ah! Du kleiner 31er! Was ist das für ein Spiel? Ah, Tür öffnen. Wir sollen Mickey finden. Insektenspray? Mickey, bist du hier? Hallo? Okay. Okay, wir sind in irgendeiner komischen Bücherei. Das Blut? Da scheint sich etwas zu bewegen. Ich glaube, wir müssen hier in die anderen Räume nochmal reinschauen, Freunde. Hier gibt es ja noch mehrere Gang. Oh mein Gott, das sind Spinnen! Hallo! Das sind Insektensprays, Kacke! Ich bin gleich tot! Ach, Digga, was zur Hölle ist das denn jetzt? Ist das dein Ernst? Bitte sag, der kann nicht auf den Tisch hoch. Nein, ich helfe dir nicht. Ich sprühe dich zu mit dem Insektenspray. Ich glaube, jetzt können wir in den Raum reingehen. Ja, hier sind Medkits. Oh, Gott sei Dank. Heilen. Ja. Ja. Danke. Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Jetzt sind wir diese komischen Roboter.